Ich wollte hier gerade was bauen. Hallo? Bist du behämmert in der Birne? Ey. Okay, gut. Du reißt mir. Sorry. Ey, sorry, dass ich den jetzt umgebracht habe. Aber ehrlich, wie blöd der hier die ganze Zeit rumgerannt ist. Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft. Und ja, jetzt hier in der neuen Welt. Ich muss mal hier kurz die Geräusche etwas herunterregeln. Hier nehmen wir mal Wetter. Machen wir einfach mal auf 50%, sonst ist das so ultra laut. Man hört die Musik gar nicht mehr. Ja. Letzten Part sind wir, ja, hier schon direkt in eine neue Hütte, sag ich mal, eingezogen. Und der rennt hier wie ein Bekloppter durch die Gegend. Nee, gut. Schaffe ich das? Ah, Mist, da fehlt mir ein Pflasterstein. Nun gut. Nehmen wir mal den hier. So, da tun wir dann mal ein Stückchen Erde rein. Gut, nee, ja, sind wir hier halt im letzten Part stehen geblieben, haben, direkt, ein Dorf gefunden, etc. Und dann wurde auch schon gefragt, hey, gehst du vielleicht mal wieder in die alten Dörfer zurück und so. Und bestimmt irgendwann, aber jetzt erstmal, ich denke so bestimmt knapp 100 Parts oder so, werde ich erstmal hier bleiben. Einfach weil, ja, ich das persönlich besser finde. So, jetzt kann ich hier jederzeit raus. Oh Gott, da ist ein Skelett und ich habe noch kein Schwert. Das ist gut. Ja. Ja, Skelett, ne? Da freust du dich. So, keine Ahnung, warum dieser Dorfbewohner hier wie ein Blöder rumläuft. Was hast du eigentlich im Angebot? Ach, du warst der. Alter, kann der jetzt mal bitte sich hier verpieseln? Ich wollte hier gerade was bauen. Hallo? Bist du behämmert in der Birne? Ey. Okay, gut, du reißt mir. Sorry. Ey, sorry, dass ich den jetzt umgebracht habe. Aber ehrlich, wie blöd der hier die ganze Zeit rumgerannt ist, das geht auf gar keine Kuhhaut. Tut mir leid, aber da verstehe ich gar keinen Spaß bei. Ich habe den versucht nur wegzuschieben, so ist ja nun nicht, ne? Aber der ist so affig, wenn der da die ganze Zeit hier rumrennt. Ach, ich bin halt ein Mörder, ne? So, ich wollte hier nämlich eine kleine Kelleretage bauen. So. Wunderbar. So. Haben wir 8 Treppen rausbekommen. Schön. Zack. Zack. So. Ja. Ne, wisst ihr was? Mache ich jetzt hier so erstmal nicht. Und zwar mache ich mir hier mal so, genau. So, so geht das. So finde ich das besser. Sieht doch gleich schon viel schöner aus. Ohne Dorfbewohner dann hier auch noch. Tut mir echt leid, dass ich den Dorfbewohner da umgebracht habe. Tut mir sogar wirklich leid, aber er hat einfach nur genervt gerade. Und ich wollte jetzt meine Nerven nicht überstrapazieren, sag ich mal. So. Schön. Ja, ich baue jetzt hier erstmal das Haus, oder ich versuche das Haus von unten nachzubauen. Wo bin ich denn hier? Okay, hier bin ich. Gut. Nur damit ich Bescheid weiß, wo ich hier so bin. Okay, gut, da habe ich hier sogar die richtige Stelle erwischt. Zack, einmal Licht machen. So. Okay, das ist schon zu weit hier. So. Ja. Gut, ich baue mich jetzt einfach mal hier einmal rum. Weil ich möchte hier einen kleinen Keller, sag ich mal, drin haben. Was ist denn hier? Keine Ahnung, was das sein soll.
Okay, gut, da bin ich eindeutig zu weit. Das sehe ich auch ein. So, hier wieder zurück. Schön. Ah, einmal durch. Ah, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Wenn das jetzt hier noch schön ausgekleidet wird, mit keine Ahnung, Cobblestones oder so, dann ist das wirklich gar nicht so schlecht. So, gut. Ja. Mist, ich brauche Cobblestones. Ein Cobblestone habe ich tatsächlich. Wow, damit kann ich mir jetzt eine Steinschaufel craften. So. Die habe ich auch bitter nötig, die Steinschaufel. So viel Zeug wieder noch rum. Kreucht und fleucht, sag ich mal. So. Alles kurz abbauen hier. Wunderbar. Ach ja, in letzter Zeit werdet ihr vielleicht bemerkt haben, dass ich öfters mal auf meinem Skype-Account online bin. Das liegt ganz einfach an meinem League of Legends Rank-Team, was ich mache. Damit schreibe ich halt immer mit den Abonnenten dann über meinen öffentlichen YouTube-Account. Nicht über meinen privaten. Und, ja, ne? Zack. So, wunderbar. Jetzt hier, jetzt brauche ich eigentlich nur noch Cobblestones. Eine Menge. Nun gut, bauen wir hier mal ein paar Cobblestones ab. Wird nie reichen, ich weiß, aber wenigstens ein bisschen kann man ja schon mal machen. So. Schön. Ach ja, und heute, nee, nicht heute, gestern hat dann endlich komplett mein neues Projekt gestartet. Lego Marvel Super Heroes. Dort unbedingt vorbeischauen. Es ist ein wunderschönes Spiel. Derzeit eins der Spiele, oder eins der besten Spiele, die ich gespielt habe in letzter Zeit. Übertrumpft meiner Meinung nach Battlefield 4 und andere Spiele dieser Richtung dort um Meilen, einfach weil es so ja mit Liebe gestaltet ist und nicht einfach nur ein neuer Ableger hingeklatscht, weil das Geld bringt, ne? Oh, und ja, das ist einfach nur geil. Ich empfehle es wirklich jedem, der auf gute Spiele steht, dort mal vorbeizuschauen. Das ist wirklich ein so wunderschönes Spiel. Es macht mir persönlich so viel Spaß. Ich hab jetzt schon 10 Parts aufgenommen. Und ihr wisst, wie ungern ich vorproduziere. Was ist denn mit der Musik? Ah gut, da ist sie. Nee, und ihr wisst, wie ungern ich vorproduziere. Und einfach 10 Parts. Ich werde jetzt heute, glaube ich, auch 2 Mal vs. Wild Parts aufnehmen. Aber, das macht einfach so viel Fun, dieses Game, Lego Marvel Super Heroes. Da empfehle ich wirklich jedem, da mal vorbeizuschauen. Und ja, das ist einfach Mörder. Nee, warte, ich habe gar nicht 10 Parts aufgenommen, fällt mir gerade ein. Stimmt, es sind leider nur 9, aber trotzdem, es lohnt sich auf jeden Fall, dort vorbeizuschauen. Und es ist göttlich, es ist so ein gutes Spiel. Ich wette mit euch, gut, den meisten wird es wahrscheinlich nicht gefallen, weil es kindlich angehaucht ist, etc. Es wird für kleine Kinder. Hat wahrscheinlich dasselbe Vorurteil wie Nintendo. Ja, ist aber auch egal. Mir macht es auf jeden Fall so viel Spaß. Ist, denke ich, derzeit mal sogar mein Lieblingsprojekt, was läuft. Und ja, weil es einfach, ja, das ist so gut gemacht. So mit viel Liebe, etc., etc. Es ist wirklich, wirklich schön, das Spiel. Und ja, Part 4 fange ich dann auch mal an zu lachen in einem Game, weil ich hatte mich schon ein wenig gespoilert vorher, sag ich mal. Ich hatte ein bisschen ausprobiert mit Aufnahmetechnik, da habe ich privat ein bisschen was gespielt und ja, die Witze dort sind jetzt, sag ich mal, die sind gut, aber wenn man sie halt mehrfach hört, sind sie nicht mehr ganz so Mörder, sag ich mal. Und deswegen konnte ich dann leider an einigen Stellen nicht mehr so lachen, wie ich eigentlich gelacht hätte, aber ab Part 4 ungefähr sollte das sein, regelt sich das wieder und das Ganze ist einfach ja, super geil, ich lach auch und das ist einfach echt ein so schönes Spiel und es ist einfach, ihr müsst es nicht machen, aber es ist wirklich eine Empfehlung von mir, schaut euch das Spiel mal bei mir an und vielleicht kauft es ja sogar, weil das ist wirklich
so schön, das Spiel. Und es ist noch nicht mal teuer, es kostet nur 30 Euro. Und wenn ich dann mir für ein Update 60 Euro bezahlen soll, Battlefield 4 zum Beispiel, dann kann man, denke ich, auch mal locker 30 Euro für ein vollwertiges Spiel zahlen. Und das ist einfach so geil. Wirklich, das habt ihr noch nicht gesehen, so ein geiles Spiel. Nun gut, es ist nicht ganz so open, die Open World dort, das hat auch eine Open World. Aber die ist nicht ganz so groß wie bei Lego City Undercover. Aber trotzdem einfach, boah, Bombe, hey. Echte, volle Granate, Renate. Wirklich, hey. So gut einfach, so gut. Ich weiß, jetzt schwärme ich hier schon, was weiß ich, 10 Minuten lang von diesem Spiel. Aber da merkt er mal, wie ernst mir das ist, dass das wirklich ein gutes Spiel ist. Und die Leute, die von euch vielleicht noch Eurotruck nebenbei schauen, die wissen ja, ich beschwere mich immer, dass in letzter Zeit kaum gute Spiele rauskommen. Und das ist wirklich ein gutes Spiel, meiner Meinung nach. Das lohnt sich auch eindeutig zu kaufen. Vor allen Dingen, wenn man selber spielt, ist es nochmal was ganz anderes. Weil man einfach, ja, ich erkunde jetzt nicht ganz so viel in meinen Leveln. Oder in den Leveln. Weil ganz einfach, es wird dann einfach viel, viel zu lange dauern. Und wenn ihr das dann privat spielt, dann ja, könnt ihr da alles erkunden. Und größtenteils, ich bin ja nicht neu in der Lego-Branche, sag ich mal, weiß ich auch, dass ich zu den meisten Secrets erst in späteren Verläufen kommen kann des Spiels. Und deswegen nehmt mir nicht übel, dass ich nicht ganz so viel erkunde, wie ich es eigentlich gerne tun würde, aber ne, ist halt leider so. So. Nice, es schifft zwar draußen immer noch, das soll uns aber egal sein, denn wir haben unser, ja, kleines Haus hier erstmal ein bisschen ausgebaut. Ich nehme mal diese Bratkartoffeln mit, die ich da wieder gemacht hatte. Ja, hier. Backkartoffel sind es ja, nicht Bratkartoffeln. So, machen wir uns nochmal hier eine kleine Kiste, in der wir einige Sachen einlagern können. Es hat aufgehört zu regnen, schön. Ich nehme mal einen Stein mit, genau. Und ich denke mal hiervon auch was, genau. So, tun wir das Ganze mal hier schön rein. So. Ich gehe mal kurz raus, weil hier hinten, da hatte ich ja Erde reingetan. Das sieht natürlich nicht so Mörder aus. Nein, genau da solltest du nicht hin, sondern da. Schön, das geht doch. Und dann denke ich, ich habe sogar noch Gravel drin, stimmt. Nehmen wir das mal raus. Können wir das mal hier auffüllen ein wenig. Ah, auch schade, ein Kiesstein ist hinten rausgekommen. Also ein Flintstone. Ah, jetzt brauche ich natürlich nochmal Erde. Schwein, geh mal kurz weg. Sonst endest du wie dein Besitzer, dein vorheriger. Na? So. Nein. Das war falsch. So, wunderbar. So, hat genau gereicht. Meine Künste hier im Kopfrechnen sind doch wohl genial. So. Hier eine schöne kleine, ich nenne es mal einfach Hecke. Machen wir es hier hinter nochmal weg und machen es dann nochmal dichter. So, das ist eine schöne kleine Hecke hier. Obwohl die hintere Reihe kommt kaum zur Geltung, nehme ich doch wieder weg. Nee, das ist schön. Ja, genau. Bisschen freundlich gestaltet hier. Gut, dann würde ich mich auf jeden Fall über eine
positive Bewertung, einen Kommentar oder was auch immer, Freunde. Und wir sehen uns in einem nächsten Part wieder. Tschüss.